Hallo! Hi! Wir sind Simone und Michael von Unterwegs mit den Bäckers. Gemeinsam mit unseren beiden Fellnasen, Kalle und Sunny, reisen wir im Wohnmobil durch ganz Europa. Nachdem wir die letzten 5 Monate in Spanien und Portugal waren, sind wir aktuell in Deutschland unterwegs. Wir sind am liebsten in der Natur, mögen gutes Essen und genießen unser neues, freies Leben. Was wir dabei alles sehen, halten wir in unseren Videos fest. Wenn du mit uns auf Reise gehen willst, abonniere unseren Kanal und erkunde mit uns Europa. Bevor wir aufgebrochen sind, zu diesem Wochenende haben wir das Wohnmobil noch ein bisschen aufgehübscht. Ja. Hier, könnt ihr es sehen? Ja. Okay. Wenn ihr also unterwegs seid, dann könnt ihr uns jetzt auch direkt erkennen. Na, du Spachtelexperte? Ich habe hier so Luftblasen, die gehen nicht raus. So, dreimal könnt ihr raten, wer mehr Geduld hat. Ich glaube, das fällt nicht schwer. Brauchst du noch dritte Hand? Ja, bitte. Das ist ein Kack. Warte. Yay! Das machst du aber schön. Ja, super. Freue mich. Ja, jetzt nur noch 7 Buchstaben, oder? Dann hast du das schon. Aktuell stehen wir am schönen Ombachsee in der Westpfalz. Ja, der See, der ist 1,5 Kilometer lang und ca. 300 Meter breit. Ist ein Stausee, gibt da einiges, ein Wasserspielplatz, ein Kneippbecken und ein 3,5 Kilometer Rundweg. Den gehen wir morgen. Ja. Also wenn es euch interessiert, wie es hier in der Westpfalz aussieht, dann bleibt dran.
Wohnmobilstellplatz am Ombachsee liegt in der kleinen Gemeinde Kries, ist gut ausgeschildert und man kann über diese kleine Straße den Platz gut anfahren. Und dann seht ihr hier quasi die Stellplätze. Es gibt 16 Plätze. Man steht nebeneinander. Die Plätze sind ausreichend groß bemessen. Direkt am Eingang gibt es eine Fähr- und Entsorgungsstation. Auch die kann man gut anfahren. Hier ist der Grauwasserabfluss. Und hier kann man Frischwasser zapfen und auch seine Chemietoilette entleeren. Wir haben für die Übernachtung 8 Euro gezahlt. Der Platz liegt fast direkt am See, keine 100 Meter entfernt. Und daher ideal für einen Ausflug, für einen Kurztrip oder ein verlängertes Wochenende. Wir machen uns jetzt auf den Rundweg rund um den Ombachsee und sind echt begeistert. Also der See sieht tatsächlich ein bisschen braun aus, das Wasser ist aber relativ klar, scheint also am Grund zu liegen. Rings um den See gibt es überall Rastmöglichkeiten, es gibt Hinweisschilder zu den Fischen, die im See leben, es gibt Skulpturen, die rund um den See aufgebaut sind. Man sieht ganz viele Menschen, die wandern, spazieren, mit dem Rad fahren oder auch mit Nordic Walking Stöcken unterwegs sind. Uns hat das auf jeden Fall sehr gut gefallen und 3,5 Kilometer kann man durchaus auch als Morgen- und Abendgassi-Runde gehen. Bäume hier haben solche gelben Bänder. Und das bedeutet, dass man die Früchte ernten darf. Alles, was in Greifnähe ist und was auf dem Boden liegt. Man soll den Baum nicht beschädigen und kann ansonsten sich hier von diesen Früchten bedienen. Ich gehe davon aus, das ist ein Apfelbaum. Und hier hinten steht noch einer. Der hat zum Beispiel kein gelbes Band, also den darf man nicht ernten. Und hier vorne sind auch noch 3 weitere. Gucken wir mal, was da hängt. Ein Bienenfutterautomat. Ja, da kannst du Kapseln ziehen und in der Kapsel sind Blumensamen dran. Cool. Okay, schade, wir haben kein Geld dabei. Kapsel ziehen, verstreue, die leere Kapsel zurück. Das ist ja cool. Vom Kuh-, Kultur- und Heimatverein Sand. Tolle Aktion. Ja. Oder? Klasse, total klasse. Kommen wir morgen nochmal her. 50 Cent. Das machen wir. So, hier kann man Tretboote leihen. Ja. Von April bis Oktober. Tretboote bis zu 4 Personen und einem Gesamtgewicht von höchstens 380 Kilo. Ja, das kriegen wir hin. Obacht. Erste halbe Stunde 4 Euro, jede weitere angefangene halbe Stunde jeweils 3 Euro. 3 Euro. Hört sich eigentlich ganz cool an, ne? Und die Hunde sind dann umsonst. Die Hunde sind umsonst, keine Ahnung. Das machen wir auf jeden Fall auch nochmal irgendwann, oder? Das machen wir, ja. Aber mit Hunde. Mit Hunde? Genau. Okay. Direkt am Stellplatz liegt das Lounge-Café Lifetime. Hier kann man Kleinigkeiten essen und auch einen Weincocktail oder natürlich auch was Alkoholfreies trinken. Man hat einen super Blick auf den See und das gerade anfängt zu regnen. Ja. Nutzen wir die Gelegenheit und essen heute auswärts. Schmeckt's? Am nächsten Tag scheint endlich die Sonne, also schnappen wir uns die Hunde und gehen Richtung See. Wie immer, wenn Kalle Wasser sieht, dann ist er wie ausgewechselt und will unbedingt ins kühle Nass. Wasser! Juhu! Oh, Kalle! Ab geht's! Oh, wie toll, ha? Huh?
Erbsensteak. Naja. Um dazu zu gehören, ist es in Ordnung, aber ansonsten brauchen wir es, glaube ich, nicht. Angekommen. Und? Stehen wir im Wasser? Ne, wir stehen auf Schottern auf Wiese, aber wir stehen gerade. Einigermaßen. Ah, das nenne ich mal einen Stellplatz. Wirklich cool. So, wir haben den Umbachsee in der Westpfalz verlassen. Wetter war nicht so toll und stehen jetzt hier in der Nordpfalz. Mit der Hoffnung, dass das Wetter etwas besser ist. Aber es regnet. Mal auch, wieder. Auch im Donnersbergkreis. Das ist eigentlich ein ganz cooler Stellplatz. Kostenfrei, direkt am Wald. Hier ist also nichts quasi. Nee, gar nichts. Aber wir zeigen euch den Platz dann gleich nochmal. Und jetzt essen wir erstmal. Steigen wir uns erstmal und hoffen, dass das Wetter ein bisschen besser wird. Und dann geht's in den Wald. Und dann nehmen wir euch mit. So, wir haben gerade noch Besuch bekommen von einem weiteren Wohnmobil. Ansonsten stehen wir hier komplett alleine. Und ich zeige euch jetzt einfach mal den Platz. Also ist hier so ein, ja, Kies ist es nicht, Schotter, grobe Steine. Man steht relativ gerade. Wer Strom braucht, der bekommt hier auch Strom. Das ist kostenpflichtig. Hier steht alles an, wie es funktioniert. Auch eine Telefonnummer bei Störung. Also alles erklärt. Und dann gibt es hier Sitzmöglichkeiten. Hier stehen wir. Hier gibt es die Fähr- und Entsorgung. Da gehen wir jetzt mal hin. Also hier kann man sein Grauwasser loswerden. Entweder mit dem Eimer oder wer drüber fahren möchte, der muss sich den Schlüssel besorgen. Und wie das funktioniert, steht hier an. Gleiches gilt für die Versorgung. Hier kann man also Frischwasser zapfen, wenn man den Schlüssel hat. Und auch die Chemietoilette kann man entsorgen, wenn man den Schlüssel hat. Hier hinten geht es nochmal weiter. Da gibt es nochmal Sitzmöglichkeiten. Hier hinten gibt es einen Grill. Und auch nochmal so ein, ja, Partnerbänkchen. Und was ich ganz toll finde, ist hier eine Bücher- und Spielhütte. Die ist nicht abgeschlossen. Und hier gibt es Spiele für die Kinder, es gibt Bücher zum Lesen, es gibt sogar Sitzauflagen, Kniffel, Teelichter, Stifte. Also richtig, richtig hübsch. Hier sind Informationen. Zum einen wird man begrüßt, zum anderen wird was zum Abfall gesagt und wie man sich hier eben verhalten soll. Und was ich beachtlich finde, ja, wir sind hier in einem 220-Seelendorf ohne hauptamtliche Angestellte, also keine Gemeindearbeiter oder sonstige, die den Stellplatz betreuen. Und die Menschen, die das machen, machen es in ihrer Freizeit. Und ja, das ist wirklich toll. Der Stellplatz ist kostenfrei. Und man kann aber hier eine Spende hinterlassen. So, hier seht ihr nochmal den Platz von der Einfahrt. Es gibt noch zwei weitere Infotafeln.
Hier gibt es Hinweise zu Einkaufsmöglichkeiten, Tankstelle, Bäcker, Direktvermarktung. Auch nochmal der Hinweis, dass man bitte seinen Müll wieder mitnehmen soll und man ihn selbst entsorgen soll. Eine Landkarte ist dabei. Und der zweite Infokasten, hier sind Wanderrouten aufgezeigt. Es gibt verschiedene. Und was ich besonders gut finde, nicht nur der Name, sondern es wird die Route beschrieben, die Wegart und die Streckenlänge. Und so kann sich jeder raussuchen, was er denn laufen möchte. Und das ist richtig gut gemacht, finde ich. Ihr seht vielleicht, dass die Landstraße hier direkt vorbeiläuft, ist aber wenig befahren. Und morgen früh können wir euch dann auch sagen, wie die Nacht war. Aber ich gehe davon aus, dass es alles ruhig ist. Und jetzt will ich euch zum Abschluss hier vom Platz noch eine ganz besondere Stelle zeigen. Und zwar dieses Bänkchen. Das hat nicht nur eine Armlehne, sondern auch eine Kopfstütze. Und ich gehe davon aus, dass man hier den Sonnenuntergang genießen kann, wenn man ihn denn sieht. Und hier rechts und links sind Apfelbäume. Also ich finde den Stellplatz hier richtig schön. Das Einzige, was man hier wirklich nicht hat, ist Handyempfang. Und teilweise auch kein Fernsehempfang. Und es gibt auch keine Einkaufsmöglichkeiten. Dazu muss man ins nächste Ort fahren. Wenn ihr also große Infrastruktur wollt, dann seid ihr hier falsch. Wenn ihr Natur wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Also es geht hier ganz schön bergauf, oder? Die blaue Milan-Route, 5 Kilometer, nur asphaltierter Weg. Am Anfang Steigung und dann normal. Naja. Ich habe die Hoffnung, wenn es jetzt hochgeht, dass es auf der anderen Seite wieder runter geht. Ja, theoretisch muss das ja schon so sein, ne? Aber Ausblick ist cool. Überall auf dem Weg gibt es solche Hinweisschilder. Zum einen, dass man noch weiß, dass man auf dem richtigen Weg ist. Aber auch wie jetzt hier zum Rotmilan zum Beispiel. Also ist wirklich gut gelöst. Was ist denn mit dir? Pause. Pause? Nordpfälzer Waldpause. Ja, die Rheinhessen, die kennen das nicht so. Oh. Und das ist wohl ein Blühfeld, oder? Ja. Hier summt es ganz schön. Landschaftlich ist der Weg echt schön, auch wenn es die ersten 2 Kilometer gut bergauf ging. Wir kommen vorbei an Kornfeldern, Windrädern, wir haben Kirschbäume gesehen und sind sogar dann noch Rehen begegnet. Voll dahin steht noch eins. Das Reh springt hoch, das Reh springt weit. Warum auch nicht? Es hat ja Zeit. Genau. Jetzt noch mal 3 Kilometer weiter gefahren. Wir haben übrigens sehr gut geschlafen in Waldkreiweiler. Hier in Schiersfeld, das ist nur 3 Kilometer entfernt, stehen wir auf einem ganz kleinen, einfachen Stellplatz oder eher Parkplatz direkt am Wald. Es gibt verschiedene Ausflugsziele. Ich zeige euch das mal. Hier kann man sich Prospekte mitnehmen und da gehen wir gleich hoch in den Wald. Wir laufen also direkt in den Wald. Die Römerschleife ist ein Rundweg von ca. 4 Kilometern. Es gibt auf dem ganzen Weg keinen Handyempfang. Man hört Naturgeräusche und es ist total entspannend. Quasi Achtsamkeit pur. Musik.
ganze Schmetterlinge. Lauter Falter. Wenn wir jetzt vorbeilaufen, fliegen sie weg. Ja. So, das ist er. Vornapoleonische Eiche. Napoleonische Eiche. Kann ich das besser aussprechen? Vornapoleonische Eiche. Also der französische Kaiser Napoleon Bonaparte lebte von 1769 bis 1821. Eichen wie diese haben das Leben und Wirken des Kaisers schon miterlebt und werden daher als vornapoleonische Eichen bezeichnet. Eichen können durchaus 1000 Jahre alt werden. Krass. Und sind immer beeindruckende Individuen an und von denen sehr viele Tier- und Pflanzenarten leben. Alteichen sind Schätze der Natur, die es aus ökologischen und historischen Gründen zu bewahren gilt. So, es geht wieder weiter. Soll die nächsten Tage ja richtig heiß werden. Und wir haben uns einen schönen schattigen Platz ausgesucht. Und zwar geht es nach Bad Dürkheim an die Weinstraße. Wir nehmen euch gerne mit. Auf geht's! Wer in der Pfalz einen Wohnmobilstellplatz sucht, der wird typischerweise einen Platz bei einem Winzer finden. Und hier in Bad Dürkheim gibt es einen ja, sehr großen Platz von der Gemeinde oder von der Stadt Bad Dürkheim. Eben nicht beim Winzer und deswegen wollen wir euch den einfach mal zeigen und vorstellen. Euer Ticket könnt ihr am Automaten ziehen. Es gibt 60 Stellplätze. Der Platz kostet 8 Euro pro Nacht. Strom wird nach Verbrauch abgerechnet und es gibt eine Fähr- und Entsorgungsstation. Mit dem Ticket habt ihr auch eine Gästekarte und mit der Gästekarte viele preisliche Vorteile in der Stadt und in der Umgebung. Wir haben den Platz angefahren und er war zu gut 90% belegt. Und trotzdem, wie ihr hier sehen könnt, steht man nicht dicht auf dicht. Er ist durch die großen Bäume sehr, sehr schattig. Und wer am Rande steht, der hat eben keinen Schatten, steht aber dafür direkt am Weinberg und kann abends eben auch einen tollen Sonnenuntergang genießen. Direkt hinterm Stellplatz beginnt auch schon ein Wanderweg oder ein Spazierweg direkt in die Weinberge. Und wie es für die Pfalz typisch ist, gibt es natürlich Straußwirtschaften bei den Winzern. Die freuen sich immer, wenn Gäste kommen, dort konsumieren. Man kann in der Regel Weine probieren und Kleinigkeiten essen. Und auch direkt hinterm Stellplatz gibt es ein Weingut mit kleiner Karte, hatte leider bei unserem Aufenthalt geschlossen. Für uns war das aber nicht besonders dramatisch, denn wir haben den neuen Grill eingeweiht. Grillsaison ist eröffnet. Und was gibt's? Garnelenspieße, Rinderbratwürste und für dich Veggie-Würste. Okay. Vom Veggie-Rind. Vom Veggie-Rind. Kann's losgehen? Ich wäre soweit. Aha. Ich schnell. Prost. Danke fürs Kochen. Grille. Danke fürs Grillen. Das auch, ja. Sieht sehr lecker aus. Aha. Test. Lecker. Rinderbratwurst. Mhm. Sehr fein. Na dann, guten Appetit. Guten.
Die Wettervorhersage hat auf jeden Fall recht behalten. Es war an diesem Wochenende weit über 30 Grad und wir haben nichts gemacht. Es war uns einfach zu warm. Selbst die Hunde wollten nicht mehr unter dem Auto raus. Und deshalb zeigen wir euch nur ein paar Bilder aus Bad Dürkheim. Wir kennen die Stadt, ist quasi unsere Heimat und es ist wirklich lohnenswert, hierher zu fahren. Bad Dürkheim liegt im Herzen der Pfalz an der Weinstraße. In der Umgebung sind Kloster- und Schlossruinen, unendlich viele Wanderwege. Es gibt ein Casino, Kultur, eine nette Innenstadt. Hier steht übrigens auch das größte Weinfass der Welt mit einem Durchmesser von 7 Meter und 220.000 Liter Fassungsvermögen. Im Frühjahr kann man auf rund 100 Kilometer umgeben von Mandelbäumen den Pfälzer Mandelpfad erkunden. Und im Herbst findet der Dergemer Wurstmarkt statt, das größte Weinfest der Welt. Wenn ihr die Pfalz besuchen wollt, dann kommt auf jeden Fall auch mal in Bad Dürkheim vorbei. Unser Kurztrip durch die Pfalz ist vorbei. Wir fahren wieder nach Hause und wenn ihr wissen wollt, wohin es als nächstes geht, abonniert den Kanal und freut euch aufs nächste Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.